Good evening, this is ladies and gentlemen, this is Women and Eggs, we don't want to die in hospital. Bonsoir, monsieur, dame. C'est des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Abend, das ist Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich habe ein Paket bekommen. Und in dem Paket ist ein gebrauchtes Buch. Ich möchte das jetzt öffnen. Ich habe hier viel Werkzeug. Das ist, glaube ich, nicht aus Remscheid. Na, dann nehme ich das Solinger Werkzeug. Ich glaube, da gibt es ja noch. Da brauche ich nicht. Doch. Nicht schöner. Und das Buch heißt PDR for Herbal Medicines. PDR for Herbal Medicines ist the new PDR for Medicines 3rd Edition. No. Also, erstmal auf Deutsch. Ich glaube, ich will ein Festmaß. Geht nicht so viel ab. Es ist blau darunter. Also auf Deutsch, PDR ist ein amerikanischer Think Tank und die haben ein Buch rausgegeben zum Thema pflanzliche Medikamente. Das hier ist die dritte Auflage, aktuell ist die vierte Auflage, die gibt es aber nicht für mich. Die habe ich auch bestellt, obwohl es finanziell langsam ein bisschen eng wird. Irgendwann kommt die oder kommt die nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall die dritte Auflage gebraucht bekommen. In dem Think Tank sind vor allem amerikanische Militärärzte. Der Name PDR kommt daher, dass das amerikanische Militär LSD, die synthetische Droge LSD intern, um zu verschleiern, wie viele Soldaten die genommen haben, mit PDR abgekürzt haben. Ja, die geben dieses Buch raus. Es sind vor allem Militärärzte, die da dran kommen. Man kann aber auch als normaler Arzt eine Fortbildung machen und dann kriegt man das auch. Ich würde mich, glaube ich, aus Solinger Sicht in Düsseldorf ans Konsulat wenden, wenn ich sowas haben möchte. Man muss einen Test bestehen, glaube ich. Ich weiß das alles nicht mehr. Ich habe das alles mal gewusst. So. Ich werde das Buch lesen. Kostet knappe $60, sehe ich hier gerade. Ist von Thompson.
Ja. Ich werde es auf Englisch vorlesen, ich werde versuchen, es auf Deutsch zu übersetzen. Und dann, ich habe hier einen Balkon mit Nachmittagssonne. Vielleicht schaffe ich es da, wilden Thymian anzupflanzen. Mal gucken. So. PDR for Herbal Medicines. The new PDR for Herbal Medicines, third edition, is the definitive guide to current herbal practices. With more than 700 monographs completely updated with additional interactions and their clinical management, as well as a new section on the most popular nutritional supplements, this edition is the ultimate source for accurate, evidence-based, trustworthy herbal information. Okay. A typical monograph includes these critical aspects: the herb's common name followed by its scientific name. A thorough description of the herb, including medicinal parts, for example flower and fruit, unique characteristics and additional common names and synonyms. A detailed summary of the herb's active compounds and clinical effects. Indications and usage where applicable under 5 categories. Commission E approved. Chinese medicine, Indian medicine, homeopathic, unproven. Commission E approved heißt evidence basiert. Unter Beweis gestellt, dann kommt chinesische Medizin, indische Medizin und dann Homöopathie und danach gibt es keinen Nachweis. Das ist absteigend in der Wichtigkeit. Homöopathie kommt direkt vor. Da gibt es keinen Nachweis. Ich wollte es nur direkt sagen. Clinical research summaries whenever available. Drug-herb interactions along with appropriate clinical management. Precautions, adverse reaction and dosage information. A unique bibliography of the literature. A comprehensive indexing system let you locate information and quickly and efficiently. Alphabetical index, therapeutic category index, indications index, homeopathic indications index, Asian indications index, side effects index, drug-herb interactions guide, safety guide and manufacturers index. Das heißt, es gibt auch Hersteller für das Zeug. Gut, ich habe noch knapp 20 Minuten auf der Eieruhr.
Also. Der PDR for Herbal Medicines ist der definitive Guide zu Kräuteranwendungen in der Medizin. Mit nur mehr als 700 Monographien, die alle überarbeitet wurden, zusätzlichen Anwendungen und Klinikmanagement, genauso wie einer neuen Sektion mit einem neuen Teil, der die populärsten Nahrungsergänzungsmittel betrifft, ist diese Auflage die ultimative Quelle für akkurate, evidenzbasierte pflanzliche Information, der man trauen kann. So, das steht da. So, zu gut Deutsch. Da steht drinnen, wie man Pflanzen als Medikamente einsetzt. Ja. Und es wird noch was zum Thema Wirkungen und Auswirkungen im Klinikmanagement gesagt. Und es gibt einen neuen Teil zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ja, so. Das steht hier hinten drauf. Mal gucken, was das hält. Ich habe sowas schon mal in der Hand gehabt. Ist aber lange her. An Herbal Guide You Can Trust. Habe ich hier irgendeinen Kugelschreiber liegen? Dann schreibe ich direkt meinen Namen da rein. Mache ich gleich.
Hier sind auch so Bilder von Pflanzen. Thank you.
Okay, in Herbal Guide You Can Trust, here are three reasons Erythropedia for Herbal Medicine 3rd Edition is one of the world's most authoritative herbal references. Nochmal. A Herbal Guide You Can Trust. Here are three reasons why the PDR for Herbal Medicines 3rd edition is one of the world's most authoritative herbal references. One. The foundation of this guide is the extensive herbal database of the Phytopharm US Institute of Phytopharmaceuticals. This resource provides clinical information on herbal pharmacology and usage that is generally not found in other sources. Okay. Die Grundlage für diesen Führer oder Ratgeber ist die umfassende pflanzliche Datenbank der Firma Phytopharm US Institute of Phytopharmaceuticals, was auch immer Phytopharmaceuticals sind. Diese Quelle stellt klinische Informationen zu pflanzlicher Pharmakologie und deren Anwendung bereit, die man im Allgemeinen noch nicht durch andere Quellen erhält. Oder die man im Allgemeinen nicht in anderen Quellen findet. Two. This guide also includes finding of the German Regulation Authority Commission E, a watchdog agency recognized for its expert consensus in the herbal field. This group widely accepted conclusions provide another valuable source of herbal information. So, dieser Führer-Ratgeber berücksichtigt Entdeckungen der German Regulation Authority Commission E. German Regulatory Authority. Das ist wahrscheinlich, ja, wenn veröffentlicht wird, muss man das reinreichen und die Veröffentlichung muss bestimmten Kriterien erfüllen. Die werden wahrscheinlich da geprüft und das Ganze nennen die dann auch Watchdog Agency recognized for its expert consensus in the herbal field. Geschätzt werden für ihr expert consensus, heißt so viel wie ihre, ja, die halt wissen, worauf sich alle geeinigt haben. Das steht da und dafür werden die geschätzt. Kann man schlecht auf Deutsch sagen. Ein Kompromiss, der von allen geschätzt wird, kommt in Deutschland nicht vor. So. Gerade wenn es darum geht, dass alle dann bisschen mehr arbeiten müssen. So. Finally, this edition was assembled by the same team that produces all the PDR reference guides. Only after their standards had been met was the PDR for Herbal Medicine 3rd edition ready for publication. Ja. Das heißt, das Buch
ist genauso scheiße wie alle anderen Bücher von PDA. Das steht da als dritter Grund, warum man den trauen kann. So. Ja, das war's mit dem, was im Einband geschrieben ist. Ich kann mal sagen, wie es jetzt weitergeht. Es gibt ein... Vorwort, how to use this book, und dann gibt es den Alphabetical Index, den Therapeutic Category Index. Ich mache, glaube ich, mit dem Therapeutic Category Index oder dem Indication Index fange ich an. Und das Vorwort und how to use this book werde ich vorlesen. Vorwort ist eine Seite, how to use this book ist 1, 2, 3 Seiten. Ist übersichtlich. Okay. So, ich muss noch einkaufen gehen. Ich gehe auch zu Fuß. Das ist gesund. Bis später.